Ägypten im Oktober des Jahres 1111 vor Christus. Pharaonengräber werden geplündert. Ein Skandal erschüttert die heilige Stadt Theben. Ein armer Arbeiter wird verhaftet. Was wirklich geschah, ist in allen Einzelheiten belegt. Die Dokumente des Ermittlungsverfahrens haben 3000 Jahre überdauert. Aber der Prozess war kein gewöhnliches Strafverfahren. Der Angeklagte war zwischen die Fronten eines politischen Machtkampfs geraten. Man missbraucht ihn als Sündenbock. Doch er weiß genug, um den mächtigsten Mann Ägyptens zu stürzen. Tief in den Stein gehauenes Grab in den Bergen von Theben. Seit 500 Jahren ruht hier der Pharao Sobek-Emsaf in Frieden. Doch seine Reise durch das Jenseits wird jäh gestört. Haben es auf die uralten Schätze abgesehen, die mit ihm begraben sind. In ihrer Gier machen die Männer vor nichts Halt. Sie berauben den mumifizierten Leichnam des Königs. Ein Sakrileg. Das ist schlimmer als Diebstahl. Es ist ein Verbrechen gegen die Götter. Den Seelen der Täter droht ewige Verdammnis. Doch die Diebe interessiert nur das Hier und Jetzt. Kein Königsgrab ist vor ihnen sicher. Amenpanufer, ein Steinbrucharbeiter und junger Familienvater, gehört zur Bande der Grabräuber. Theben, die religiöse Hauptstadt Ägyptens. Ist eine wild wuchernde Stadt mit 60.000 Einwohnern, beherrscht von einer kleinen Schicht reicher Adliger und Priester. Amenpanufer ist nur ein schlecht bezahlter Arbeiter. Doch Amenpanufer führt ein Doppelleben. Auch unter den Verbrechern der heiligen Stadt ist er zu Hause. Der Schwarzmarkt blüht. Besonders begehrt sind die wertvollen Grabbeigaben aus den Gräbern der Pharaonen. Bis jetzt ist es Amenpanufer immer gelungen, davonzukommen.
Spitze. Er besticht Paquerel, den Polizeichef. Auch einer, den die Furcht vor göttlicher Rache nicht abschreckt. Armin Panufa wiegt sich in dem Glauben, dass er sich Schutz vor Verfolgung erkauft hätte. Doch seine Tage in Freiheit sind gezählt. Vor 140 Jahren wurde in der Nähe von Theben ein Papyrusdokument ausgegraben. Es ist das Protokoll vom Prozess gegen den Grabräuber Amin Panufa. Das Jahr 16, dritter Monat der Überschwemmungszeit, 22. Tag. Amin Panufa, Sohn des Anhernachte, ein Steinhauer, wurde vor Gericht gestellt. Die Verhandlungen vor 3000 Jahren dauerten 10 Tage. Zwischen den Zeilen enthüllen die Dokumente einen Abgrund von Korruption, zeigen bestechliche Würdenträger, denen nichts heilig ist. Gegenüber von Theben, auf der anderen Seite des Nils, liegt das Tal der Könige. Seit 500 Jahren ist das riesige Gräberfeld nun schon die letzte Ruhestätte der Pharaonen. An dem Grab für den gegenwärtigen Pharao, Ramses IX., wird seit 16 Jahren gebaut. Die Arbeiten daran werden bis zu seinem Tod weitergehen. Die Stollen des geheimen Mausoleums sind tief in den Berghang getrieben worden. Jetzt sind die Handwerker dabei, es auszuschmücken. Der Maler Pentaveret ist einer von rund 60 Männern, die am Grab des Pharaos tätig sind. Er gehört zu den besten Künstlern Ägyptens, die ausgesucht wurden, um für den Pharao zu arbeiten. Viele der Arbeiter im Tal der Könige kennen die Zugänge zur größten Schatzkammer der Welt. Und Abnehmer für gestohlene Schätze gibt es mehr als genug. Die Versuchung zu stehlen ist für die Arbeiter und Künstler fast unwiderstehlich. Das wissen auch die Vorgesetzten. Der Chef im Tal der Könige ist Herr Scheri. Er ist der Bauleiter. Um alles hat er sich zu kümmern, um Personal und Material gleichermaßen. Und um die Sicherheit. Herr Scheri ist vor allem besorgt, dass niemand die vielen anderen Gräber im Tal ausplündert. Am Ende jedes Arbeitstages werden die Männer strengsten Überprüfungen unterzogen. Alles, was als Einbruchswerkzeug dienen könnte, wird kontrolliert. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen kommt der Bauleiter nie zur Ruhe. Jede kleine Lücke in den Kontrollen könnte einen Raub ermöglichen. Und wenn das herauskommt, droht auch Herr Scheri das Todesurteil. Herr Scheri traut niemandem. Auf der Baustelle stehen die Arbeiter 24 Stunden am Tag unter Beobachtung. Sie dürfen das Tal nur am Ende ihres achttägigen Arbeitsturnus kurz verlassen.
Auf dem Heimweg werden sie von eigens angestellten Wächtern eskortiert, den Medjay, die in Nubien rekrutiert werden. Die Handwerker leben mit ihren Familien in einem abgesperrten Wohnbezirk namens Set Ma'at, Ort der Wahrheit. Auch in ihrem Dorf werden Penta Weret und seine Arbeitskollegen auf Schritt und Tritt überwacht. Hasheri ist immer im Dienst. Abgesehen von den Zwängen ihres streng geregelten Lebens fehlt es den Erbauern der Grabstätte an nichts. Sie werden so sehr verwöhnt wie sonst niemand unter den Arbeitern ganz Ägyptens. Der Staat kümmert sich um alles: Nahrung und Unterkunft, kostenlose Schulen und ärztliche Versorgung. Doch all diese Privilegien reichen Penta Weret nicht aus. Er baut nicht nur Grabstätten, er raubt sie auch aus. Hasheri tut gut daran, seinen Arbeitern zu misstrauen. Penta Weret geht nicht alleine vor. Sieben andere Familien sind an den Gaunereien beteiligt. Jede Woche werden Grabbeigaben von unermesslichem Wert durch das Dorf geschmuggelt. Nach Theben und von dort aus nach ganz Ägypten. Die Räubereien geschehen direkt vor der Nase der Medjay-Polizei. Doch die ist leicht abzulenken. Hasheri hat genug gesehen. Seine schlimmsten Vermutungen haben sich bestätigt. Wenn er jetzt nicht handelt, verliert er vielleicht seine Stellung und sein Leben. Zur gleichen Zeit in Theben. Der Arbeiter Amin Panufa geht seinen dunklen Geschäften nach. Im Gegensatz zu den privilegierten Arbeitern im Tal der Könige gibt es für ihn und seine Familie keine staatlichen Wohltaten.
Er ist ungelernter Arbeiter und bekommt nur einen Hungerlohn. Ohne seine Nebeneinkünfte wäre es eine Katastrophe für ihn, noch einen Mund stopfen zu müssen. Durch seine Diebstähle kann er sich sogar einen bescheidenen Luxus leisten. Medizin für seine Frau. In Bier eingeweichte Mohnsamen helfen durch ihren Opiumgehalt, die Wehen zu ertragen. Der Volksglaube sagt, wenn ein Kind geboren wird, steht der Ratschluss der Götter schon fest, auf welche Weise es sterben wird. Ist sein Geburtstag der 23. eines Monats, dann wird es von einem Krokodil getötet. Ist es der 5., stirbt es an der Liebe. Jedes zweite ägyptische Kind überlebt nicht das 5. Lebensjahr. Amin Panufas dunkle Geschäfte haben dafür gesorgt, dass seine Kinder noch am Leben sind. Doch sein eigenes Schicksal ist durch seine Verbrechen besiegelt. Im Tal der Könige wird der Bauleiter und Sicherheitschef Harscheri den Gedanken nicht los, dass einige seiner Arbeiter die Königsgräber plündern. Unter Androhung der Todesstrafe und durch Eid ist Harscheri verpflichtet, seinem Vorgesetzten alles zu sagen, was er weiß. Pavero ist Gouverneur der Gräber, einer der getreuesten Beamten des Pharaos. Er hat unumschränkte Macht im Tal der Könige. Auch wenn ihm dafür Strafe droht, beschließt Harscheri, seinem Chef nichts zu sagen. Misstrauisch wie er ist, glaubt er nämlich, dass in den Pharaonengräbern ein groß angelegter Raubzug abläuft und dass sein eigener Vorgesetzter darin verwickelt ist. Harscheri setzt alles auf eine Karte. Er verlässt das Tal und berichtet ganz vorschriftswidrig seinen Verdacht dem Rivalen Paveros. Passer ist Bürgermeister von Theben. Er ist loyal und hält sich an die Gesetze. Seine Familie dient den Pharaonen schon seit Generationen. Pavero und Passer stehen auf der gleichen Stufe der Hierarchie. Der eine ist für die heiligen Gräber verantwortlich, der andere für die Stadt. Sie leben in verschiedenen Welten. Als gottesfürchtiger Ägypter ist Passer entsetzt darüber, was Harscheri ihm berichtet.
Wenn er nicht einschreitet, würde er sich an einem Sakrileg, einem Verbrechen der schlimmsten Sorte, mitschuldig machen. Doch wenn er aufgrund von Hashiris Verdächtigungen tätig wird, dann bricht er einen Streit mit seinem politischen Rivalen Pavero vom Zaun. Pavero hört bald darauf vom Verrat Hashiris. Während Passer noch zögert, entschließt sich Pavero zum Handeln. Der Polizeichef Bagverel dient ihm dabei als williger Komplize. Sie brauchen ein Bauernopfer, durch das sie das Dorf der Arbeiter im Tal der Könige aus der Schusslinie nehmen können. Und sich selbst. Ideal wäre ein kleiner Dieb, ohne Verbindungen zu den Arbeitern im Mausoleum. Der Polizeichef hat schon ein Opfer im Sinn. Amin Panufa wird von seinen Untaten eingeholt. Am 1. Oktober wird er verhaftet. Wegen Raubes, begangen im Grab des Pharaos Sobek Emsaf. Vom Ausgang des Prozesses gegen diesen einen Mann hängt für alle Beteiligten viel ab. In Theben, im großen Tempel von Karnak, wird der Steinbrucharbeiter Amin Panufa streng verhört. Pavero, der Gouverneur der Gräber, hat einen Plan. Amin Panufa muss seine Schuld gestehen, um jeden Preis. Dann kann man sagen, es war ein Einzelfall. Und die Sache geht ad acta. Die Diebe im Tal der Könige wären fein raus. Und er selbst auch. Amin Panufas Tat richtet sich gegen alles, was den Ägyptern heilig ist. Der Wesir Chaim Wese macht deshalb das aufsehenerregende Verfahren zur Chefsache. Er ist der Regierungschef des Pharaos, der zweitmächtigste Mann in ganz Ägypten. Sein Amtssitz ist der Tempel von Karnak. Es ist das heiligste Gebäude Ägyptens und das Zentrum der ägyptischen Rechtsprechung, ein Ort der Wahrheit und der göttlichen Gerechtigkeit. Amin
königliche Schreiber Nesamun hält sich bereit, um jedes Wort des Angeklagten festzuhalten. Amin Panufa weiß, wenn er nicht gesteht, holen sie als nächstes seine Familie. Der Schreiber betont in seinem Protokoll vom Verhör, dass das vorgeschriebene Verfahren zur Erlangung des Geständnisses peinlich genau eingehalten wurde. Man verhörte den Steinhauer Amen Panufa unter Stockschlägen und die Füße und Hände wurden ihm verdreht. Ich ging hinter die Festung. Im Westen von Theben, wie ich es immer gemacht habe. Sieben andere Männer waren mit mir zusammen. Als das Geständnis protokolliert ist, bringt man Amen Panufa über den Fluss zum Grab des Pharaos Sobek Emsaf. Es soll überprüft werden, ob seine Aussage mit den Spuren am Tatort übereinstimmt. Der hochrangige Untersuchungsausschuss, bestehend aus dem Wesir, Pavero und dem Polizeichef Bakverel, überwacht alles genauestens. Der Beschuldigte wird zu der Grabanlage gebracht, die die Bande aufgebrochen hat. Es ist offenkundig. Das Mausoleum wurde entweiht, genau so wie Amen Panufa es geschildert hat. Er ist schuldig im Sinne der Anklage. Das war der erste Teil von Paveros Plan. Jetzt braucht er den Wesir nur noch zu den anderen Gräbern zu führen, ihm zu versichern, dass sie unberührt sind, und zu betonen, dass das Verbrechen tatsächlich ein Einzelfall war. Der Wesir verlässt die Stätte zufrieden. Paveros Plan scheint aufzugehen. Die Neuigkeiten haben sich im Dorf der Arbeiter herumgesprochen. Die Bande glaubt sich jetzt in Sicherheit und beschließt, über den Fluss nach Theben zu fahren. Passer, der Bürgermeister der Stadt, hat wegen der Verdächtigungen gegen die Arbeiter noch nichts unternommen. Wenn es stimmt, dass sein Gegenspieler Pavero in die Korruptionsaffäre verwickelt ist, dann will jeder Schritt sorgfältig überlegt sein. Am Abend des 6. Oktober erscheinen vor Passers Haus die Arbeiter. Sie sind sich ihrer Sache sehr sicher, denn der Wesir hat ihre Unschuld bestätigt. So sicher, dass sie den Bürgermeister verhöhnen. Ein schwerer Fehler. Die Worte, die dabei fielen, sind in einer Zeugenaussage überliefert, deren Mitschrift auch noch nach 3000 Jahren existiert. Ihr seid zu meiner Tür gekommen, um mich zu verspotten. Was soll das? Alle Gräber der Könige, Königinnen und Prinzen sind unberührt.
Ihr lügt. Euer Aufseher Hasheri kam zu mir mit 5 schweren Anschuldigungen gegen euch. Ich werde jetzt an den Pharao schreiben, damit seine Leute kommen und sich mit euch befassen. Die Umstände zwingen den Bürgermeister zu handeln. Er wird seine Erkenntnisse jetzt direkt nach ganz oben berichten, an den Pharao selbst. Pavero hat den Streit mitbekommen. Bürgermeister Passer droht, den ganzen Grabräuberring auffliegen zu lassen. Der Gouverneur der Gräber muss sich etwas Neues einfallen lassen. Und viel Zeit bleibt ihm nicht. Ausgerechnet die Tatsache, dass Passer sich am Wesir vorbei direkt an den Pharao wenden will, eröffnet Pavero eine letzte Chance. Er muss den Wesir gegen Passer aufhetzen, bevor der seine Vorwürfe beweisen kann. Noch in der gleichen Nacht schreibt er an den Wesir. Eine Abschrift seines Briefes hat im Gerichtsprotokoll die Jahrtausende überdauert. Ich hörte die Worte, die er zu den Männern vom Westufer sprach. Doch die schweren Vorwürfe ergeben für mich keinen Sinn. Der Brief wird sorgfältig formuliert. Er soll Passer diskreditieren. Und er muss dem Wesir unter die Haut gehen. Aber ich würde mich selbst schuldig machen, wenn ich dazu schweigen würde. Die List scheint zu funktionieren. Ich übermittle euch, dem Wesir, diese Anklage und bezeuge, was ich selbst gehört habe. Der Wesir ist wütend. Ich berichte dies meinem Herrn, damit es sofort untersucht werden kann. Ein Bürgermeister übergeht den Regierungschef von Ägypten? Unmöglich. Passer muss in seine Schranken gewiesen werden. Durch Pavero wird der Prozess gegen Amen Panufa nun zum Schauplatz für ein politisches Duell. Oktober 1111 vor Christus. 2 Tage nachdem Pavero den Wesir mit seinem Brief aufgehetzt hat, versammelt sich das oberste Gericht im Tempel von Karnak zum Prozess gegen Amen Panufa. Es ist 7 Tage her, dass er wegen Grabräuberei verhaftet wurde. Doch nun beim Prozess liefern sich die 3 mächtigsten Männer in Theben ein Kräftemessen. Der Wesir, der Bürgermeister Passer und Pavero, der Gouverneur der Gräber. Amen Panufa muss um sein Leben bangen. Doch auch die Zukunft von Pavero steht auf dem Spiel.
Das Wortprotokoll des Geständnisses von Amin Panufa vor dem Gericht hat bis heute überdauert. Die Worte eines ägyptischen Arbeiters. Eine einsame Stimme aus der antiken Welt, deren Geschichte sonst fast nur von Reichen und Mächtigen handelt. Wir sammelten das Gold ein, das wir bei der Mumie fanden. Die Amulette und den Halsschmuck mit den Edelsteinen. Wir nahmen auch alle anderen Sachen aus Gold, Silber und Bronze und teilten sie unter uns auf. Dann steckten wir die Särge in Brand. Das Einzige, was Amin Panufa jetzt noch für sich erhoffen kann, ist eine schnelle Hinrichtung. Doch der Wesir hat noch etwas vor. Die einmalige Chance, Passer öffentlich zu demütigen und in seine Schranken zu weisen, lässt er sich nicht entgehen. Der Bürgermeister von Theben hat gewisse Anklagen vorgebracht. Er hat die Arbeiter der Grabstätte der Räuberei bezichtigt. Doch als ich, der Wesir, dort war, fand ich sie unberührt. Der Wesir betont, dieser Raub war nur ein bedauerlicher Einzelfall. Alles, was du gesagt hast, Passer, ist falsch. Nach den Worten des Wesirs gibt es keinen Skandal, keine Korruption, kein organisiertes Verbrechen im Dorf der Bauarbeiter. Pavero ist noch einmal davongekommen, so glaubt er wenigstens. Aber er hat seine Rechnung ohne Amin Panufa gemacht. Der Verurteilte hat nichts mehr zu verlieren. Er weiß, dass in der heiligen Stadt die Korruption grassiert. Und er fängt an, die Beamten beim Namen zu nennen, die er bestochen hat. Ich nahm meinen Anteil von dem Gold und gab es dem Schreiber. Er ließ mich frei. Amin Panufa nennt noch andere Helfershelfer der Bande. Wir haben bis heute fortwährend die Gräber am Westufer ausgeraubt. Aber wir waren nicht allein. Viele andere Leute in dieser Stadt sind daran beteiligt. Und sie sind nicht besser als wir. Paveros Sündenbock hat seine Pläne durchkreuzt. Die dunklen Geschäfte in Theben sind jetzt kein Geheimnis mehr. Alle sind darin verwickelt, reich und arm gleichermaßen. Nachdem der Steinhauer das Schweigen gebrochen hatte, konnte der Wesir Passers Anschuldigungen nicht länger ignorieren. Durch den Prozess des Steinhauers sah er sich zu einer Säuberung gezwungen. Auch das Dorf wird überprüft. Die 8 beteiligten Familien im Tal der Könige wurden verhaftet, allen voran die des Malers Penta Weret. Die Durchsuchung aller Häuser brachte Dutzende von Grabbeigaben aus Kupfer und Bronze zum Vorschein. Außerdem Duftöle, feines Leinen sowie 20 Kilogramm Silber und über 5 Kilo Gold. In ganz Theben tauchten Schätze aus den Pharaonengräbern auf. Die Liste der Täter ist noch erhalten. Sie umfasst 29 Kaufleute, 17 Weber, 8 Schreiber, 8 Priester, 7 Tempelwächter,
zwei Medjay-Polizisten und einen Arzt. Außerdem Soldaten, Sklaven, Diener, Bauern und Fischer. Doch all das konnte Amin Panufa nicht retten. Der arme Steinbrucharbeiter sollte kein Grab bekommen und keine Hoffnung auf ein Leben im Jenseits. Gemeinsam mit seinen Komplizen wurde Amin Panufa aus der Stadt gebracht. Sie wurden bei lebendigem Leib gepfählt. Sein Körper wurde der Verwesung überlassen und seine Seele der ewigen Verdammnis. Die Gerechtigkeit Ägyptens nahm ihren Lauf. Der Auftrag, in der heiligen Stadt aufzuräumen, erging nicht an Passer. Der verschwindet plötzlich aus den Quellen. Vielleicht hat ihm der Wesir nicht verziehen, dass er sich über seinen Kopf hinweg an den Pharao gewandt hatte. Den Auftrag bekam der Mann, der sowieso schon für die Sicherheit der Gräber zuständig war. Pavero. Einer der getreuesten Beamten des Pharaos. Sir,